aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Jin Dobrek, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Erstmal wieder seitenfrisch rasiert. Heute geht es um die MP5. Ich habe bei ein paar TikTokern gesehen, beziehungsweise ein paar TikToks so auf der For You-Page gesehen, die MP40. Schlechter als die MP5. Die MP5 ist besser als die MP40. Und ich denke mir, Junge, TikTok ist so behindert manchmal. Also Leute, von Anfang an sage ich euch, die MP40 ist immer noch besser als die MP5 aus MW. Also aus Modern Warfare. Ich habe trotzdem mal ein Klassensetup zu der MP5 gemacht. Ich finde, die MP5 lässt sich trotzdem ganz plausibel spielen, aber die MP40 ist trotzdem noch besser. Sie ist besser. Falls ihr wissen wollt, wie ich die MP40 spiele, Link mache ich in die Videobeschreibung. Falls nicht, habe ich noch ein Video auf meinem YouTube-Channel. Falls ich vergesse, in die Videobeschreibung zu machen, ist ja manchmal so. Viel Spaß mit diesem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn du neu am Start bist, abonnieren. Abonnieren. Ein Klick, zack. Danke. Be careful. Από πάνω είναι τα παιδάκια. Ακούω τις πόρτες. Ναι, ναι. Back, back. Nice. Oh yeah, baby. Fucking Campus! So, meine Freunde, kommen wir auch jetzt schon zum Klassensetup. Wie spiele ich die MP5 aus MW? Mündung zocke ich den Schalldämpfer Monolith. Ist ja klar, in MW-Waffen meistens immer den Schalldämpfer Monolith. Schaft zocke ich den letzten Schaft. Einmal nur wegen Bewegungstempo und damit ich schneller im Scope bin. Ist ja, wie gesagt, eine Close-Range-Waffe. Deswegen schön Bewegungstempo reinknallen und ZV-Geschwindigkeit. Extra Fingerfertigkeit, damit man schnell zack, zack, nachladen, weiter, weiter, immer weiter. Rush, rush, rush. Magazin 45 Schuss Magazin ist einfach die größte Möglichkeit, was das Magazin angeht. 30 Schuss ist einfach zu wenig. Da geht zwar Schaden hoch, aber 30 Schuss ist zu wenig. Sagen wir, zwei Gegner kommen auf euch zu. Mit 30 Schuss könntet ihr die noch platt kriegen, aber lieber nur mal sicher gehen und 45 mitnehmen. Und Unterlauf zocke ich den Söldnergriff, damit man schön noch die Rückschusskontrolle hat, wenn man dann doch ein bisschen auf Midrange gehen muss. Und die Präzision aus der Hüpfe, Präzision aus der Hüfte, damit man schön auf Close Range die Leute aus der Hüfte wegknallen kann. Genauso zocke ich die MP5. Diese Waffe wurde mir auch tatsächlich auch auf TikTok vorgeschlagen in einem Tag. Also habe ich einen Screenshot auf mein Handy gemacht. Ich sage euch so, wie es ist. MP40 ist aber nochmal viel, viel besser. Ich würde die Waffe trotzdem mal testen. Gucken, nein. Also das Zitat, MP40 besser als MP...
Nee, MP5, besser als MP40, stimmt nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn du neu bist, wenn du diese Klasse jetzt gesehen hast. Bis zum nächsten Mal.